Ich möchte jetzt dann Dr. David Mitsch vorstellen. Er absolvierte vor Jahren eine Ausbildung am TGM, Kunststofftechnik. Das bringt mir das Thema schon einmal persönlich nahe, weil ich selbst ein Absolvent bin von der Kunststofftechnik vom TGM. Und er wurde dann im Sommer 2023 als neuer Professor für Energy Geosciences bestellt. Eingebettet in den Lehrstuhl für Erdölgeologie wird er sich in Zukunft vor allem mit der Energiespeicherung sowie neuen nicht fossilen Energiequellen beschäftigen. Im Zuge dieser neuen Professur wird der Sequestrierung von Kohlenstoff sowie der temporären Speicherung von Wasserstoff und anderen Energieträgern im geologischen Untergrund besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Außerdem soll ein starker Schwerpunkt auf der Tiefengeothermie liegen. Ich bin dann auch gebeten worden, Sie zu informieren, dass die Vorträge dann auch im Internet zur Verfügung stehen, ja, also von der ÖAW-Seite. Fein. Dann darf ich Herrn Professor Misch bitten an das Podium. Ja, vielen Dank fürs Kommen so zahlreich. Nach der Kaffeepause war ja ein guter Moment, um das Gelände zu verlassen. Gehen wir jetzt weiter. Wir haben viel über Energieversorgung, auch Energieengpässe gehört und ich würde jetzt ganz gerne in der nächsten halben Stunde darüber sprechen, dass der Untergrund auch als Speicher für uns, für erneuerbare Energie, Energie insgesamt eine riesengroße Rolle spielen wird in der Dekarbonisierung oder Defossilisierung, um es genauer zu sagen, im Zuge einer angestrebten Energiewende. Und werde auch versuchen, auf ein paar Probleme in dieser Energiewende spezifisch einzugehen. Vielleicht ganz kurz einen Überblick über die Themen, die ich heute behandeln werde, natürlich nur sehr überblicksmäßig aufgrund der Zeit. Zum einen, wir können so hart ausgedrückt, aber wahr, wir können den Untergrund als Mistkübel sozusagen für unser CO2 zum Beispiel verwenden. Politisch schwer zu verkaufen, dennoch, wie man hoffentlich sehen wird in meinem Vortrag, sicher ein zentraler Punkt, wenn man irgendwie in Richtung Net Zero gehen möchte. Positiverer Spin ist dahinter, wenn wir das Ganze benutzen, um Energieträger zu speichern. Wir haben Energieträger, die kohlenstoffbasiert sind, natürliche Energieträger, die wir ausschleichen wollen aus unserem System. Dementsprechend müssen andere Energieträger dazukommen. Wir müssen unsere Energie speichern können. Beginnen wir jetzt einmal mit dem positiveren der zwei Aspekte, die Energieträger. Was kann man alles im Untergrund speichern? Es ist heute schon mehrmals gesagt worden, es ist eigentlich gerade die spannendste Zeit für Geowissenschaftler und Geowissenschaftlerinnen, einfach weil wir von einem simpleren System, sage ich jetzt einmal, mit einer Hauptenergiequelle, die fossilen Energien, in eine wesentlich kompliziertere Zeit mit einer Menge an Energieträgern, einer Menge an Energiesystemen, die in sehr kurzer Zeit stattdessen implementiert werden sollen, konfrontiert sind. Also was man alles speichern kann, ich werde mich hauptsächlich auf diese ersten drei Punkte konzentrieren heute. Erdgasspeicherung, also quasi, wieso müssen wir nach wie vor Erdgas speichern oder wie läuft das momentan? Wasserstoff, wo auch immer der herkommen soll, ist jetzt eine andere Frage, aber Wasserstoffspeicherung ist ein großes Zukunftsthema. Green Methane, kurz darauf eingehen und nur ganz kurz, um zu zeigen, wie viele Punkte es gibt, also es sind da jetzt auf der Folie bei weitem nicht alle Punkte drauf, die relevant sein könnten. Wärmespeicherung haben wir im letzten Vortrag gehört, Aquifer Thermal Energy Storage, in dem Fall verwenden wir zum Beispiel Wasser als Wärmemedium. Druckluftspeicherung, ich muss jetzt Werbung für Leoben machen, am Erzberg, am Zentrum am Berg, das durch die Montanuni betrieben wird, wird zum Beispiel gerade ein Druckluftspeicher erprobt. In dem Fall wird einfach Druck, also Druckluft komprimiert in den Speicher eingebracht und quasi als Potenzialenergiespeicher genutzt. Das nur so als Überblick, also wie gesagt, eine Reihe von Anwendungen, weit mehr als nur die Speicherung fossiler Energie. Bevor wir weitergehen,
kurz noch einmal erwähnt, und es ist jetzt schon mehrmals gekommen, die fossilen Energien sind zwar momentan wirklich nicht sehr positiv besetzt, aber sie sind ein sehr smarter und sehr eleganter Energieträger im Sinne von gut speicherbar, relativ inert, also relativ sicher, und wir brauchen eine große Menge davon. Das ist unser Energiemix und in dunkel gehalten hier die fossilen Anteile, zum Beispiel 80 Terawattstunden Gasverbrauch im Jahr. Wenn man das übersetzen möchte in Mengen, 8 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr, die in Österreich verbraucht werden. Jetzt könnte man sagen, ja, warum speichern wir das nicht in Zukunft? Wenn wir viel Elektrizität produzieren, könnte man das ja in Batteriespeichern speichern, weil oft offenkundig haben wir immer einen Mismatch zwischen Bedarf und Bereitstellung, vor allem im Winter zum Beispiel. Zum Vergleich, hier der zweitgrößte Batteriespeicher der Welt, Crimson Storage in der Wüste von Kalifornien, 1400 Megawattstunden Speicherkapazität. Da bringen wir rein ungefähr 0,0004% des Energiebedarfs von Österreich im Jahr. Das heißt, man kann sehr, sehr viele dieser Crimson Storages bauen, um irgendwie abzupuffern, was wir in Österreich an Fluktuationen im Energiemarkt zu bewältigen haben. Wir können 96 Terawattstunden Gas in unseren sehr gut ausgebauten Gasspeichern speichern. Nur das als Gegenpol, das wären ungefähr 70.000 dieser Crimson Storages. Das heißt, man kann sich vorstellen, da muss man sehr, sehr viele Batteriespeicher bauen, um irgendwie nur diese österreichischen Gasspeicher abzubilden. Nächste Frage, verwendet man diese Speicher überhaupt? Werden die nur strategisch aufgefüllt oder gibt es da übers Jahr Füllstandsschwankungen? Wird durch diese Folie beantwortet, ja, wir verwenden diese Speicher durchaus, wie man hier sieht, 100% Füllstand im Winter und dann geht's runter bis auf 20%. Also diese Fluktuationen, das sind einige Milliarden Kubikmeter Gas, die wir aus den Speichern entnehmen, um über die Wintermonate zu kommen. Das heißt, ohne Speicherung wird's nicht gehen. Energiebereitstellung ist das eine, aber Verlagerung in die richtigen Zeiträume, wann sie benötigt wird, ist das große Thema. Nebenbei gesagt, hier sieht man auch die zwei Orte, wo Speicherung in Österreich stattfindet. In Oberösterreich im Molassebecken ist der größte Speicher, sogenannte Heidach-Speicher. Im Wiener Becken gibt es auch noch große Speicherstätten. Immer dort, wo auch Kohlenwasserstoffwissen vorhanden ist, weil dort wissen wir, wo die Lagerstätten sind, um erfolgreich einzuspeichern. Jetzt ein Kernpunkt meines Vortrags ist ja die Defossilisierung. Also man könnte jetzt sagen, wir wollen trotzdem weg vom Gas, also wir wollen zu einem neuen Energieträger. Und ist heute schon mehrfach gekommen, Wasserstoff ist jetzt eine der Hoffnungen dafür. Ich will jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, welche Probleme wir haben, was Energiedichte angeht, Transportierfähigkeit etc., wo der Wasserstoff herkommt. Vielleicht nur so viel aus dem Hydrogen Rainbow, den wir heute gehört haben, muss man sagen, kann man momentan keinen Regenbogen machen, weil wir produzieren eigentlich nur braunen, schwarzen, grauen Wasserstoff. Das heißt immer wieder Wasserstoff aus fossilen Quellen, die ohne CO2-Speicherung stattfinden. Das heißt, 95% des Wasserstoff-Weltbedarfs im Moment wird unter Emittierung von CO2 bereitgestellt und Gold Hydrogen oder White Hydrogen wäre in dem Fall halt die große Zukunftshoffnung. Aber diese Probleme außer Acht gelassen, das Elegante am Wasserstoff ist, wir können Elektrizität aus den Erneuerbaren jetzt in Wasserstoff überführen. Wir können den Wasserstoff direkt weiterverwenden für Stahlverhüttung zum Beispiel. Wir können ihn aber auch wieder verwenden, um Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Und das macht ihn so wertvoll für uns. Und ein Aspekt ist auch, wir haben existierende Pipeline-Infrastrukturen und dieses Wissen und auch diese Infrastruktur kann zum Teil für Wasserstoff weiterverwendet werden. Dieses Bild soll nochmal veranschaulichen, in welches Problem wir geraten, wenn wir nicht Speicherwissen ausbauen. Ist entliehen von der RAG, einem unserer großen Speicheranbieter und auch innovativen Speicheranbieter in Österreich. Und wir sehen hier einen
vielleicht vermeintlich komplexen Graphen, der aber sehr leicht zu verstehen ist. Hier haben wir tägliche Stromproduktionsschwankungen und hier auf dieser Achse saisonale Schwankungen. Und wir sehen, dass wir im Grunde, wenn man es runterbrechen will, im Sommer, wenn es warm ist, zu Mittag, wenn viel Sonne scheint, viel zu viel Energie bereitstellen werden im Jahr 2030, wenn wir die Erneuerbaren ausbauen, im Winter umgekehrt in ein riesengroßes Defizit geraten. Wenn man jetzt die Zahlen, die schwer zu lesen sind, liest, in dem roten Kastel stehen 12.000 Megawatt plus in den Hochzeiten und dann im blauen Kastel steht 8.000 Megawatt minus in den schlechteren Zeiten. Jetzt haben wir vom Professor Bracke gehört, Gesamtgeothermieentwicklung momentan in Bayern ist im Bereich 400 Megawatt, Wien Energie 2040, das Ziel wahrscheinlich auch im Bereich 400 bis 500 Megawatt, das heißt, wir reden da wirklich von Zahlen, von Speichervolumina, die man sich fast nicht vorstellen kann. 10 Terawattstunden über die Saison, die man verlagern müsste in die Bereiche, wo es hapert. Daher, wie gesagt, brauchen wir Speicherung. Wie würde Wasserstoffspeicherung jetzt ablaufen? Eine Möglichkeit ist, wir finden den natürlichen Wasserstoff und speichern ihn direkt ein. Das wäre natürlich sehr elegant, sehr günstig, sehr umweltfreundlich. Die andere Möglichkeit ist, wir produzieren Wasserstoff aus Erneuerbaren und da haben wir das Glück, dass wir eine sehr simple Reaktion, nämlich die Elektrolyse, dafür verwenden können. Also zum Beispiel, wir erzeugen Strom aus Windrädern oder PV-Anlagen, wir separieren molekularen Wasserstoff und molekularen Sauerstoff aus dem Wassermolekül durch die Elektrolyse und diesen Wasserstoff könnten wir dann einspeichern in Kavernen. In Österreich wird es wahrscheinlich eher Porenaquifere. Wir haben keine großen Kavernen wie in Norddeutschland, also bei uns werden es eher poröse Sedimentgesteine sein. Und dann, wenn wir die Energie wieder brauchen an der Oberfläche, produzieren wir den Wasserstoff, verwenden ihn entweder direkt oder verwenden ihn durch eine inverse Elektrolyse für die Stromerzeugung. Also wie gesagt, gibt uns sehr viel Flexibilität in unserem Energiesystem. Die RAG, nur um das noch einmal anzudeuten oder noch einmal zum Ausdruck zu bringen, ist weltweit führend im Wasserstoffspeichergeschäft. Das heißt, der erste Wasserstoffspeicher, der entwickelt wurde, ist in Österreich entwickelt worden, in einem groß angelegten Forschungsprojekt durch eines unserer Energieunternehmen, das seine Tradition auch im Kohlenwasserstoffgeschäft hat. Nur um noch einmal wirklich die Bedeutung auszudrücken, dass das Kohlenwasserstoffwissen um die Verteilung von Gesteinen im Untergrund und die Nutzbarmachung wirklich von entscheidender Bedeutung sein wird weiterhin. Jetzt könnte man noch einen Schritt weitergehen und das ist hier in dieser Folie dargestellt und Wasserstoff gemeinsam mit CO2 verpressen und Mikroben im Reservoir sorgen dann dafür, dass das Ganze zu Methan umgewandelt wird. Nennt sich Underground Sun Conversion, ist noch nicht marktreif, aber ein eventuelles Modell für die Zukunft, auch verfolgt durch die RAG in einem großen Leuchtturmprojekt. Wieso wollen wir das in Methan umwandeln, könnte man jetzt wieder provokant fragen. Wir sind ja froh, wenn wir das Methan los sind. Also warum sollten wir jetzt überhaupt Green Methane produzieren wollen? Nur zum Begriff einmal, wir können nicht sagen, dass das ein sehr schlauer Begriff ist, weil es wirklich in Richtung Greenwashing geht, weil das Methanmolekül, sobald ich es verwende, natürlich wieder CO2 emittiert, zumindest wenn ich es in einer Verbrennungsreaktion verwende. Das heißt, Green Methane als Begriff ist einmal zu hinterfragen. Aber es gibt gute Gründe, Wasserstoff in Methan umwandeln zu wollen. Und diese Gründe sind in diesem Diagramm ersichtlich. Wasserstoff wird immer als besonders effizienter Energieträger bewertet oder auch irgendwie beworben. Und das stimmt, wenn man es auf die Masse bezieht. Also wenn ich den Wasserstoff verflüssigen würde, durch das kleine Wasserstoffmolekül hätte ich eine sehr hohe Massendichte an Energie. Jetzt haben wir aber das Problem, in den Speicherstädten werden wir kaum flüssigen Wasserstoff einpressen, sondern wir pressen gasförmigen Wasserstoff ein. Und in dem Fall ist der Wasserstoff 3,5 mal circa schlechter in der volumetrischen Energiedichte als ein Methanmolekül. Das heißt, wir werden 3,5 mal so viel Speichervolumina brauchen unter denselben Bedingungen, um mit Wasserstoff mehr oder weniger unseren Methanbedarf ausgleichen zu können, rein, wenn man die Energiebilanz betrachtet.
Gibt es gute Vorträge vom Professor Brasseur, der Physiker ist und der vorher im Publikum war oder vielleicht noch immer ist und der das betrachtet hat. Und das ist absolut richtig. Wir haben da ein Energiedichtenproblem. Fossile sind einfach sehr gut. Also die haben eine gute volumetrische und Massenenergiedichte, darf man nicht außen vor lassen. Also sie haben nicht nur Nachteile, sondern sie haben auch sehr viele Vorteile. Neben eben, wie gesagt, sie sind relativ leicht zu transportieren. Ich kann meinen Kübel, mehr oder weniger meine PET-Flasche nehmen, kann einen Liter Diesel irgendwo in den afrikanischen Busch tragen und kann ihn dort verwenden. Ist nicht mit jeder Energieform simpel zu machen. Also die sozialen Verwerfungen durch diese Hochtechnologien soll man auch nicht außen vor lassen. Jetzt haben wir das Problem, und ich glaube, es ist heute schon erläutert worden, wir werden realistischerweise auch im Jahr 2040, 2050 noch fossile Energieträger benutzen. Alles andere ist relativ realitätsfern. Mag sein, dass jetzt im Publikum einige sitzen, die mir da widersprechen. Ist diskussionswürdig, aber meiner Meinung nach, es gibt keine Modelle, die darauf hindeuten, dass man da ganz rauskommen wird. Außer wir finden wirklich Energiequellen wie den White Hydrogen, die Fusion, die uns das ermöglicht. Das heißt, wir wollen das CO2 irgendwo loswerden. Und wir können das CO2 im Grunde nur wieder durch geologische Prozesse versuchen, loszuwerden aus unserer Atmosphäre oder zumindest nicht in unsere Atmosphäre gelangen zu lassen. Hier drei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wir könnten CO2 verpressen in drei verschiedene Arten von Gesteinen. Das eine sind alte Öl- und Gaslagerstätten, vor allem Gaslagerstätten, die ausgefördert sind oder zumindest so weit Druck reduziert sind, dass wir sie mit CO2 wieder befüllen können. Nummer zwei wären Kohleflöze. Das ist eine sehr elegante Möglichkeit, weil da kann man CO2 adsorptiv speichern. Ähnlich wie im Aktivkohlefilter. Kohle hat einfach eine sehr hohe Capture Capacity für CO2 und das könnte man sich zunutze machen, um sehr effizient und sehr sicher das CO2 in der Kohle zu binden. Volumetrisch gesehen ist das leider wahrscheinlich nicht der Dealmaker sozusagen, weil wir nicht so viele Kohlevorkommen haben, die das möglich machen. Dritte Möglichkeit und volumetrisch die interessanteste Möglichkeit sind die sogenannten Saline Aquifers, Grundwasserkörper, die tief im Untergrund sind und die eigentlich eh nicht für die Trinkwassernutzung benutzt werden können und dementsprechend sich eignen für die Verpressung. Jetzt habe ich hier Zahlen daneben. TRL, Technical Readiness Levels. Man sieht hier, in den Saline Aquifers sind wir am weitesten, in den ausgeförderten Lagerstätten ebenso in der Entwicklungsphase sehr, sehr weit vorangeschritten. In den Kohlen fehlt es uns noch an Technologieentwicklung. Also ausgeförderte Felder und diese Aquiferspeicherung, das ist das, was wir als erstes sehen werden im großen Maßstab in den nächsten 10 Jahren. Und dann gibt es noch allerlei Exoten, zum Beispiel CO2-Mineralisierung. Da gibt es die Idee, mafische Gesteine, also Gesteine, die reich an Kalzium und Magnesium sind, zu verwenden. Dann CO2-angereicherte Wässer dort rein zu verpressen und Carbonatminerale auszufällen. Wieder eine sehr sichere Speicherung in der Theorie, weil das CO2 dann als Mineral fest gebunden ist über geologische Zeiträume. Nachteil ist, wenn man jetzt in die Datenblätter von Firmen wie Carbfix schaut, von denen habe ich diese Grafik entliehen, dann sieht man, dass die mit Mengen verpressen, die jeder Geothermiebohrung höchst würdig wären, also 150 Liter, 200 Liter pro Sekunde. Man wird selten diese Art von Gestein finden mit dieser Wegigkeit für Fluide, um das möglich zu machen. Also vermutlich auch eher eine Randerscheinung und nicht die Lösung des globalen Problems. Schauen wir uns vielleicht einmal an, es gibt viele Argumente, man soll CCS nicht machen, weil das leistet nur wieder der Öllobby Vorschub und die benutzen das dann als Argument, um die Fossilen weiter zu betreiben und man soll doch eher auf den Behavioral Change gehen, also wir sollen unser Verhalten ändern. Diese Emissionsentwicklung von 1940 bis present day, also bis heute, ist für mich ein bisschen die Antwort, ob das wirklich realistischerweise möglich ist, jetzt einen Hard Cut bei den Fossilen zu machen. Ist in ähnlicher Form bei Mike Simmons schon vorgekommen. Er hat den Primärressourcenbedarf betrachtet und ich schaue jetzt von der anderen Seite die emittierte CO2-Menge. Und jetzt schauen wir uns große Krisen auf der Welt an und wie hat sich das auf die CO2-Emissionen ausgewirkt. Zweiter Weltkrieg,
Ölkrise 1981 und dann 2008 die Finanzkrise und Covid-19. Und allein, wenn man sich diese Kurve anschaut, sieht man, was Covid-19 eigentlich für eine Lebenseinschränkung global gesehen war, wo man sich kaum einen stärkeren Impact vorstellen kann und wie klein diese Veränderungen in unseren CO2-Emissionen sind, dann ist es für mich vollkommen unrealistisch, dass wir diesen harten Schritt gehen können in einer Welt, die noch irgendwas mit der Welt zu tun hat, in der wir heute leben. Also ich glaube, das kann man wirklich nur aus einer großen Wohlstandsposition als gute Idee empfinden und nicht wirklich als realistisches Szenario für die globale Gesellschaft. Können wir natürlich gern später diskutieren in der Podiumsrunde. Was machen wir heute global im CCS-Bereich? Also wir haben ja das Thema schon länger auf der Agenda. Wir verpressen 40 Millionen Tonnen CO2 im Jahr 2020. Das ist repräsentiert durch diesen Punkt. Und das Ziel für 2050, um nur irgendwie die Klimaziele einzuhalten, wird repräsentiert durch diese Punktwolke. Also ein Sprung von 40 Megatonnen, 40 Millionen Tonnen auf 5.600 Millionen Tonnen oder fast 6 Gigatonnen CO2-Speicherung im Jahr 2050. Das ist schon fest eingeplant in allen Klimaplänen. Wenn wir das nicht machen, haben wir keine Chance, dorthin zu kommen. Und das ist nur ein Bruchteil von dem, was wir emittieren, muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht ansatzweise Net Zero, sondern es ist nur ein Teil. Hier in dieser Grafik ergibt sich dann auch die Antwort, wird Carbon Capture Utilization eine sehr große Rolle spielen? Die Antwort ist nein, also CO2 als Ressource ist ein schöner Gedanke, wird sicher auch wichtig in vielen Bereichen sein, aber 95% wird über die Speicherung und nicht über die Nutzung oder Nachnutzung von CO2 ablaufen müssen. Und wenn man dem jetzt gegenüberstellt, was haben wir getan, seit das Thema großpolitisch auf der Agenda ist, also im Jahr 2009 hat die EU angefangen zu sagen, bitte entwickelt alle CO2-Sequestrierungsstrategien. Jetzt sehen wir im Grunde die harten Fakten, was ist passiert global gesehen seither. Das ist der rote Balken, der sich hier durchzieht. Von wenig bis weiterhin wenig. Das heißt, wir bleiben im Grunde auf demselben Niveau in den letzten 10 Jahren. Man sieht sogar, dass das, was in Entwicklung war, im Jahr 2010, 11, 12, wo das halt gerade ein Hype-Thema war, mehr war und dann viele dieser Projekte eigentlich gar nicht gekommen sind und nie in Umsetzung gegangen sind und jetzt geht's wieder rauf, aber wir haben da noch viel zu wenig Datenbasis, um wirklich zu wissen, ist das jetzt endlich der Durchbruch oder reden wir in 10 Jahren wieder davon, dass es eigentlich wieder runtergegangen ist dazwischen, wenn wir nicht anfangen, wirklich zu handeln und Wissen aufzubauen. Jetzt muss man uns anschauen, okay, haben wir die geologischen Möglichkeiten überhaupt, das realistischerweise zu verpressen? Die Antwort aus vielen statischen Evaluierungsberichten ist, wir haben gigantische Reservoir-Volumina, also wir haben gigantischen Platz, um das CO2 loszuwerden. Das ist jetzt eine Karte, wo man sieht, die USA alleine könnten 200 Gigatonnen CO2 in ihren schon ausgeförderten Feldern unterbringen. Wir sehen auch, manche Bereiche sind eher schlecht ausgestattet. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem mit dem sogenannten Source-Sink-Matching. Also wie kommt das CO2 von Ländern wie zum Beispiel Österreich, die weniger Voraussetzungen haben, in Länder, die das CO2 abnehmen können? Aber wenn man davon ausgeht, dass viele dann sagen, ja, und wenn man die Saline Aquifers dazu zählt, dann haben wir nochmal das Hundertfache, dann könnte man glauben, wir haben null Problem, wir können jetzt den Schalter umlegen und wir machen das CCS möglich und kein geologisches Problem. Und dem würde ich jetzt ganz gerne eine Folie widmen, weil ganz so einfach ist es nicht, das sehr, sehr schnell dann abzuscalen. Was passiert, wenn man CO2 verpresst? Im Idealfall wollen wir das in einen gelösten Zustand bringen in den Aquiferen, weil wenn es gelöst ist, ist es für uns nicht mehr gefährlich, dann ist es mehr oder weniger fest gebunden als CO2-reiche Wässer. Jetzt haben wir aber das Problem, wir können das nicht unlimitiert schnell initiieren, weil wir bauen da einen Puffer sozusagen, einen Polster von CO2 auf. Das CO2 wird superkritisch verpresst, hat eine Dichte von 0,6, 0,7 und will wieder zurück an die Oberfläche und übt uns einen Druck gegen unsere geologische Barriere aus. Und diese Lösung, das ist nicht, was man sich vorstellen kann, man steckt da eine CO2-Lanze rein und löst sofort das ganze CO2 im Wasser, sondern diese Prozesse gehen extrem langsam. Also über die ersten 10 Jahre dieser Injektionstätigkeit baut man eigentlich nur einen mobilen und damit sozusagen für uns problematischen CO2-Körper auf. Man baut quasi einen Druck gegen die geologische Barriere auf und das ist eigentlich der limitierende Faktor.
Also wir haben hier in dieser Phase, wo wir hauptsächlich wieder sogenannte Structural Trapping haben, das Problem, dass wir nicht unlimitiert schnell injizieren können. Und erst nach Jahrzehnten geht das Ganze dann mehr und mehr in den gelösten Zustand über und dann beginnt es unproblematischer zu werden, dann geht der Druck wieder runter und dann können wir mehr weiter injizieren. Das heißt, in diesen 10 Jahren, wie gesagt, sind wir sehr stark beschränkt durch, was hält unsere geologische Barriere aus. Das ist eines meiner Kernforschungsthemen. Was halten die Störungen im Untergrund aus, bevor sie anfangen, sich zu bewegen? Induced Seismicity, also Erdbebentätigkeit, ist ein großes Thema. Sie unterrichten das in Leoben unter anderem. Genau, wir können da nicht unlimitiert reinfahren mit dem Druck, den wir vielleicht gerne hätten, um das CO2 schnell loszuwerden. Und damit ist es wirklich gefährlich, sich auf statische Potenzialkarten zu stürzen und dann zu sagen, ja, wir haben quasi unlimitiertes Potenzial und wir brauchen nur die Entscheidung treffen, das können wir auch im Jahr 2040 noch und dann werden wir das ganze CO2 sofort los sein, weil das einfach nicht stimmt. Eine statische Potenzialkarte geht immer davon aus, die Menge an Speicherpotenzial, die wir haben, steht uns sofort zur Verfügung und ändert sich nicht über die Zeit. Aber in Wahrheit muss man das immer als dynamische Rate begreifen. Das heißt, in vielen Fällen braucht man Jahrhunderte, um diese großen Strukturen anzufüllen. Und man sieht, dass einfach die Bereitstellung, das wird hier durch die grüne Kurve gezeigt, die Bereitstellung von Speicherkapazität natürlich wesentlich langsamer und wesentlich dynamischer stattfindet und sehr häufig schlecht da ist, als man das in der ersten Evaluierungsphase, also jeder, der im Öl- und Gasbusiness ist, weiß, Reservoirs, man kennt sie dann erst, wenn man reingebohrt hat und wenn man aus ihnen produziert hat und dasselbe ist, wenn man injizieren will. Sehr häufig geht es dann wesentlich langsamer, als wir uns das erhofft hätten. Key Message für mich, wir sollten anfangen, unsere Lernkurve rasch zu verbessern. Was gibt's in Europa momentan? CCS eigentlich nur in 4 Ländern, jeweils mit mehr Zugang. Hat den Grund, dass wir momentan CCS eigentlich nur offshore, also nicht im Landbereich, sondern nur an den Shelfzonen stattfinden lassen. Das ist jetzt keine generelle Regel der EU, da gibt's unterschiedliche Protokolle, aber es ist im Grunde einfach politisch leichter umzusetzen, wenn man das nicht in urbanen oder nahe urbanen Gebieten macht. Man sieht hier eine überschaubare Anzahl an CCS-Facilities, also 13 in ganz Europa, die einige Megatonnen CO2 verpressen. Also das sind wirklich Apothekermengen im Vergleich zu den 6.000 Megatonnen, die man im Jahr 2050 plant. Wo jetzt was dazugekommen ist, ist Ravenna. Das ist interessant für Österreich, weil wir da relativ nah dran sind als Binnenland. Man muss dazu sagen, ich habe schon mit den ersten österreichischen Unternehmen gesprochen, die sich dort eine Abfuhr geholt haben. Also man kann das gar nicht genug betonen, das CO2 loszuwerden, gerade als ein Land, das keine guten Speichermöglichkeiten dafür vermeintlich hat oder zumindest bis jetzt haben wir ein Verbotsgesetz. Das heißt, das ist die Frage, ob dieses Speicherverbotsgesetz jetzt gekippt wird. Das wird wirklich wichtig sein für unsere Industrie, dieses Problem zu lösen. Und unter anderem selbst der Transport nach Ravenna ist nicht ökonomisch attraktiv genug, dass uns das CO2 dort abgenommen wird. Zumindest ist das, was ich aus einigen Industriebetrieben gehört habe. Schweden, Dänemark treibt das jetzt sehr stark voran. Österreich, wie gesagt, wir fiebern jetzt auf die Re-Evaluierung des CO2-Speicherverbotsgesetzes hin, die in den nächsten Monaten erfolgen wird. Und dann wird sich herausstellen, ob wir das überhaupt in Österreich dürfen werden in den nächsten 5 Jahren. Aber diese Karten und diese Entwicklung zeigt uns jetzt ein bisschen, wo die Reise realistischerweise hingehen wird in den nächsten 10 Jahren, weil was jetzt auch in Entwicklung ist, ist nicht die Hölle. Es sind 11 Facilities, also 11 CCS-Aktivitäten in Planung, so weit, dass man sagen kann, das ist realistisch, dass die bis 2030 aktiv sein werden. Und es ist nicht realistisch, dass Projekte aus dem Boden schießen wie Pilze, weil man hat da einfach eine Entwicklungszeit, die gegeben ist durch die Geologie, durch die Exploration. Also unter 10 Jahren wird so ein großes Projekt nicht kommen. Die EU möchte 50 Millionen Tonnen im Jahr 2030 verpressen. Wir sind von diesem Ziel meiner Meinung nach wahrscheinlich noch entfernt. Also ob das realistisch ist, steht in den Sternen mit den Projekten, die es jetzt gibt. Und die nächste Frage ist, ob das ausreicht, weil wahrscheinlich sollten wir eher in die Richtung hunderte Millionen Tonnen gehen, wenn man irgendwie diese 2050er-Ziele realistisch erreichen möchte.
Vielleicht jetzt noch ganz kurz ein paar Role Models für CCS. Wo könnte man sich anhalten? Gerade für Öl- und Gasfelder, die ausgefördert sind, sind zum Beispiel die Niederlande ein gutes Beispiel. Da gibt es drei Projekte, Porthos, Athos, Aramis, nach den Musketieren. Steckt auch mehr dahinter. Porthos ist Port of Rotterdam Transport Hub and Offshore Storage. Genau, das sind eigentlich die drei Leuchtturmprojekte, würde ich sagen, für Speicherung in Feldern, die wirklich super durchentwickelt worden sind. Athos ist schon gestorben, ist auch wieder eine interessante Erzählung. 2021, alles war fertig entwickelt, hat sich der Stahlhersteller Tata Steel entschieden, nicht mehr mit Methan zu reduzieren, sondern Wasserstoffreduktion voranzutreiben. Und im Grunde haben die nach Ende des Projekts gesagt, ja, wir werden euch kein CO2 mehr liefern, weil wir stellen lieber unsere Produktion auf Green Hydrogen um. Und Athos ist es nicht gelungen, eine andere CO2-Quelle zu finden, was wirklich paradox ist, weil man sich vorstellen kann, okay, jeder will das CO2 loswerden, die Welt will das CO2 loswerden, aber die haben es nicht geschafft, das Projekt am Leben zu erhalten, zumindest für den Moment, weil keiner eingesprungen ist, um ihnen das CO2 zu liefern in einer Art und Weise, dass das ökonomisch noch sinnvoll war. Nur so nebenbei, was ist Fiction, was ist das, was wir uns wünschen als Gesellschaft und was wird dann in der ökonomischen Realität wirklich umgesetzt? Wie funktioniert das? Wie gesagt, Porthos ist ein Offshore-Storage, das heißt, es wird einfach in ausgeförderte Gasfelder, 10, 20 Kilometer vor der Küste der Niederlande, wird das Ganze per Pipeline verpresst. Bin gleich am Ende. Aramis greift auf denselben CO2-Hub zu, ist dann 10-mal größer, also Porthos hat 40 Megatonnen geplanten Inhalt, wird 2026 in Betrieb gehen, Aramis 400 Megatonnen, das Zehnfache, weit weg von den Gigatonnen. Jetzt kommen wir zu den Gigatonnen, das sogenannte Atsira Formation, der größte Aquifer, den wir am norwegischen Schelf haben, 25.000 Quadratkilometer mit der ersten CO2-Injektion weltweit im sogenannten Sleipner-Projekt, wo das 1996 schon begonnen hat. Und hier wurde das simuliert, so würde das aussehen, wenn man 150 Megatonnen pro Jahr injiziert, man könnte da tatsächlich 10er Gigatonnen verpressen in diesem Feld. Das heißt, unsere wahrscheinlich wird wirklich die CCS-Realität über diese Saline Aquifers gehen müssen. Um es noch einmal ganz kurz zu visualisieren, ist schon die vorletzte Folie. 40 Megatonnen Porthos, dann selbe Längenskala Aramis, das sind 400 Megatonnen, also das Zehnfache. Ravenna ist auch ungefähr im Bereich 500 Megatonnen. Alle österreichischen Öl- und Gasfelder, die jetzt geeignet wären für CCS, wenn man optimistisch sich das einmal anschaut, 400 Megatonnen ungefähr. Also das ist nicht das, was unsere Industrie retten wird über die nächsten 100 Jahre. Das ist trotzdem wahrscheinlich wichtig als Übergang für die nächsten 10 Jahre, um zu ermöglichen, sich andere Lösungen zu suchen. Aber wenn man sich jetzt die Saline Aquifers anschaut, dann reden wir da von noch einmal dem hundertfachen Volumen. Also das wird ein Riesenmarkt werden. Wir sind jetzt schon bei ungefähr 100 Euro pro Tonne CO2. Also man weiß, warum Norwegen diese Speicherung ganz, ganz stark forciert, weil die einfach unendliche Mengen verpressen können und damit viel Geld verdienen, unter anderem von vielleicht der österreichischen Industrie in der Zukunft. Damit am Ende meines Vortrags, nachdem ich in der Barriereforschung bin, wollte ich nur mal zeigen, Sleipner and Snøhvit CCS, Industry Models or Cautionary Tales. Unter anderem hat man in Sleipner festgestellt, dass CO2 steigt wesentlich schneller an die Oberfläche, als man sich das gewünscht oder als man das modelliert hätte. Im Grunde ist es dann dort stecken geblieben, wo man gar nicht gewusst hat, dass es stecken bleibt und es verteilt sich ganz anders, als es simuliert wurde. Soll jetzt gar nicht negativ klingen, aber man muss wirklich Themen offen und vor allem in die Forschung investieren und ich würde jetzt mal sagen, nicht Lobbys nach dem Mund reden, sondern wir müssen beantworten, ob das realistisch möglich ist und unter welchen Bedingungen. Damit bin ich am Ende. Entschuldigung, falls ich überzogen habe und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke, das eine Problem bei dem Sleipner Field ist auch, dass das Storage-Niveau oberhalb von der Lagerstätte liegt, der ursprünglichen, und normalerweise ist das unterhalb. Damit kommen wir zum nächsten
Vortrag. Ich möchte den Professor Melcher aus Leoben vorstellen. Er verbrachte vor mehr als 20 Jahren ein Postdoc-Jahr bei Minnesota Geological Survey in den USA. Und er war dann Assistent an der Montanuni, wo er auch im Jahr 2000 habilitierte. Danach ging Professor Melcher zurück nach Deutschland an die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover, in der vor allem in den Lagerstätten mineralogische Rohstoffe forschte, seit dem Wintersemester 2013, also seit 10 Jahren schon, leitet Professor Melcher den Lehrstuhl für Geologie und Lagerstättenlehre an der Montanuniversität Leoben. Bitte. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für den freundlichen Beifall zu Beginn. Wir haben jetzt schon mehrfach gehört, die Europäische Union hat uns hier mit diesem European Green Deal tatsächlich vor eine Herkulesaufgabe gestellt. Und meine Aufgabe ist jetzt Ihnen am Schluss ein bisschen eine Idee davon zu vermitteln, was das eigentlich heißt in Bezug auf den Einsatz an mineralischen Rohstoffen, die wir brauchen, um diesen Green Deal zu schaffen. Wir werden Riesenmengen an Baurohstoffen verbrauchen, aber auch an verschiedensten Metallen. Es ist im Prinzip das ganze Periodensystem der Elemente wird gebraucht, um diesen Green Deal irgendwie zu schaffen. Das soll also dieser Vortrag Ihnen jetzt ein bisschen beleuchten. Und dazu kommt noch, dass die EU vor kurzem dieses Jahr in ihrem Critical Raw Materials Act festgelegt hat, dass 10%, ups, das muss man ein bisschen länger drücken, glaube ich. Ja, geht nicht. Ja, geht nicht. Draufbleiben, okay. Oh, noch fester. Ja, jetzt geht's wieder zurück, sorry. Ich zeige, Sie können es lesen, 10% der in der EU eingesetzten Materialien bis 2030 schon aus eigener Produktion stammen müssen, also alle Rohstoffe, die wir brauchen, ja. Und dazu kommt noch, und das steht ganz unten, nicht mehr als 65% des in der EU eingesetzten Materials darf aus nur einem Drittland kommen. Und hier kommt jetzt schon, ja, einige dieser Rohstoffe kommen halt derzeit zu über 90% aus China. Ja, wie gehen wir damit um? Also das sind schon Herausforderungen, vor die wir irgendwie bewältigen müssen. Und deswegen die Frage, wird es in Europa in Zukunft so ausschauen? Werden wir überall große, tiefe Löcher sehen, wie diese Kupferlagerstätte hier in Chile, die einige Prozent der Kupferweltproduktion liefert. Und Kupfer ist ein strategisches Element. Und wir werden sehen, was wir brauchen an Kupfer in Zukunft. In Deutschland hat man schon 2018 so eine Studie gemacht, links Bedarf an Technologiemetallen für Schlüsseltechnologien der Energiewende. In Deutschland geht man von 65% erneuerbare Energien aus in einem sogenannten Szenario B bis 2030. Das ist sehr, sehr ambitioniert. Und dort hat man berechnet, was braucht man für die Windparks, was braucht man an Metallen, was braucht man an Rohstoffen. Und diese Zahlen, die werden uns jetzt, wenn Sie das so sehen, erstmal nicht sehr viel sagen. Und ich zeige mal dann nachher, was das eigentlich bedeutet in Bezug auf die Produktion, die wir derzeit haben. Das ist eine Studie hier der DERA, der Deutschen Rohstoffagentur, dieses Jahr, die eben zeigen, dass wir für die Windenergie 82 Gigawatt Expansion zusätzlich, fast 10 Millionen Tonnen Stahl, 27 Millionen Tonnen Beton, hunderttausende Tonnen von Kupfer, Aluminium und so weiter brauchen werden. Und daneben die Photovoltaik wieder mit anderen Rohstoffen. Ja, geht sich das aus? Das ist die große Frage. Ich werde jetzt mal beginnen, was ist eigentlich die Rohstoffproduktion dieser Welt? Und ich glaube, ich brauche hier in diesem Saal niemand davon zu überzeugen, dass unsere Gesellschaft basiert nun mal auf mineralischen Rohstoffen. Und sie tut das nicht erst seit 100 Jahren, sondern seit mehreren tausend Jahren. Keine Frage. Wir hatten eine Steinzeit, wir hatten eine Eisenzeit, wir hatten eine Bronzezeit. Die Mineralrohstoffproduktion seit 1984 aufgrund der Weltbergbaudaten in einer modifizierten Form ist hier mal aufgetragen und Sie sehen in Gelb sind so etwa 12 Milliarden Tonnen Energierohstoffe,
Kohle, Gas, Öl. Wir haben viel über diese fossilen Energierohstoffe gesprochen. Und Sie sehen so in den letzten 10 Jahren so einigermaßen, es gibt dort schon so ein Plateau. Ja, es scheint also nicht mehr ganz so stark anzusteigen. Dann sehen Sie in Rot über 6 Milliarden Tonnen Rohstoffe, die wir abbauen müssen, um all unsere Stahlindustrie zu versorgen mit allen Nötigen. Aus diesen 6 Milliarden Tonnen gewinnen wir etwa 1,5 Milliarden Tonnen Stahl. Der Rest ist im Prinzip Waste. Das müssen wir wieder irgendwo deponieren. Noch schlimmer ist es bei dem grünen Feld, auch wieder 6 Milliarden Tonnen. Das sind nämlich die Buntmetalle, Kupfer, Blei, Zink. Da haben Sie zum Teil 20 oder 100 Kilogramm, wenn es gut geht, Metall in einer Tonne Erz. Und da brauchen wir eben 6 Milliarden Tonnen, die wir abbauen müssen weltweit. Dann kommt in Violett, das liebe ich am meisten, sind die Precious Metals, die Edelmetalle, Gold, Platin, Silber. Da brauchen wir 1 Milliarde Tonnen, die wir abbauen, um 30.000 Tonnen Metall zu gewinnen. Weil in einer Tonne Golderz stecken 3 Gramm Gold. Ja? Das sind natürlich gigantische Energiemengen, die da aufgewendet werden müssen und irgendwo muss das Material wieder hin. Sie werden doch alle wissen, wir dürfen in Europa eigentlich gar nichts mehr deponieren. Wir sollen eigentlich alles verbrauchen. Also das sind so Berechnungen und insgesamt sehen wir, dass so der Materialeinsatz ohne die Baurohstoffe schon größer ist als der der Energierohstoffe. Hier ist eine Grafik vom Raw Materials Scoreboard, das das Ganze zwischen 1980 und 2060 jetzt mal hochrechnet, hier mit einem Cut, so etwa kurz vor 2020. Und Sie sehen unten Biomasse, gefolgt von den Fossil Fuels, also unsere Energierohstoffe, dann kommt ein bisschen Metall und dann kommt in Violett kommen die nicht-metallischen, mineralischen Rohstoffe und Sie sehen, alles geht nach oben. Auch die Energierohstoffe gehen nicht nach unten. Das haben wir ja heute schon mehrfach gehört. Das wird noch etwas dauern. So, jetzt haben wir als EU natürlich ein Problem. Wir sollen diesen Green Deal schaffen. Wir dürfen aber natürlich unsere Industrie nicht vergessen. Wir sind auf die Industrie angewiesen. Die Industrie ist sozusagen bringt uns den Wohlstand. Was ist jetzt eigentlich wichtig für die europäische Industrie? Hier sehen Sie erst einmal, weniger als 5% der Rohstoffproduktion dieser Welt kommt einmal aus der EU. Und auf dieser Grafik links für einige Metalle jetzt mal, was ist der Anteil europäischer Bergbauproduktion an der Weltproduktion? Und die ist generell unter 5%. Bei Zink und Kupfer sind wir eh noch ganz gut dabei. Aber bei Eisen, bei Bauxit, für Aluminium sind wir bei 1%. Wir brauchen aber etwa 15-20% aller dieser Rohstoffe in der EU. Das heißt, wir sind extrem importabhängig. Das ist natürlich keine Überraschung. Auf der rechten Seite sehen Sie, dass wir bei einigen dieser Metalle durchaus über unsere Refinery Production, also über die metallurgischen Aktivitäten inklusive Recycling und so weiter, teilweise sehr gut unterwegs sind. Das betrifft aber Metalle, die wir zwar für diesen Green Deal brauchen, die aber nicht essentiell sind. Viele Rohstoffe, die essentiell für den Green Deal sind, sind noch gar nicht so weit, dass wir sie recyceln können, weil sie bisher noch nicht gebraucht worden sind. So, das heißt, wir brauchen für unsere Energiewende mehr Rohstoffe und wir brauchen dummerweise auch neue Rohstoffe. Wir brauchen das ganze Periodensystem. Und um Ihnen zu zeigen, wo wir hin wollen, laut EU, das ist jetzt hier von GECO, dieser Global Energy and Climate Outlook 2020, sind wir in der EU insgesamt als Verbund bei 18% in Renewables, in China bei 10%, Russland bei 4%, Afrika bei 75%, interessant, USA bei 11%. Jetzt schauen wir mal, wie es 2030 ausschauen soll. Da sind wir in der EU, haben wir uns verdoppelt auf 37%, China 25%, USA 27%, Afrika und Brasilien geht runter. Ja, da geht der Anteil an Renewables zurück, weil die brauchen mehr Energien und mehr Rohstoffe. Die werden wahrscheinlich tatsächlich noch ganz stark an diesen fossilen Energierohstoffen dranhängen. Ja, und jetzt gibt es viele Studien, die von der Europäischen Kommission beauftragt worden sind. Auf diese Zahlen werde ich mich jetzt hier berufen. Die zeigen, welche Materialien brauchen wir für welche Technologien. Die sind in der Mitte hier aufgeführt.
Batterien, Fuel Cells, Wind und so weiter. Rechts sind dann die großen Sektoren und ich werde mich im Wesentlichen auf die erneuerbaren Energien und auf die E-Mobilität beschränken. Und ganz links sehen Sie eine Reihe von Elementen, die in so Kästchen drin sind. Und die roten haben ein extrem hohes Versorgungsrisiko. Die grünen sind soweit mal okay. Und Sie sehen, das verteilt sich ziemlich. Aber es geht doch sehr viel von Rot und Orange in die Erneuerbaren und in die E-Mobilität. Seit über 15 Jahren hat die EU die sogenannten kritischen Rohstoffe gemonitort und das ist jetzt die letzte Ausgabe. Kritischer Rohstoff heißt hohe ökonomische Bedeutung auf der X-Achse und ein Versorgungsrisiko auf der Y-Achse. Dieses Versorgungsrisiko wird berechnet aus verschiedenen Faktoren, möchte ich jetzt nicht näher erklären, aber es sind 34 Rohstoffe, mineralische Rohstoffe mittlerweile hier kritisch. Ganz, und das weiß fast jeder, sind die seltenen Erden, die berühmten seltenen Erden. Die stehen ganz oben auf der Liste und alles, die blauen Punkte sind Metalle, metallische Rohstoffe. Da ist Kobalt dabei, Lithium, die Platinmetalle und so weiter. Aber auch interessant, sogenannte Industrieminerale. Das sind eigentlich mineralische Rohstoffe, die wir verwenden, nicht weil wir Metalle daraus herstellen, sondern weil wir sie um ihrer Eigenschaften willen brauchen. Salz zum Beispiel oder Graphit oder Talg. Ja? Und auch da gibt es mittlerweile einige, die kritisch sind, zum Beispiel der Graphit oder der Feldspat oder die Phosphate. Und einige davon werden wir für unsere Energiewende brauchen. Interessant und neu dazugekommen sind Kupfer und Nickel. Da haben wir kein hohes Versorgungsrisiko, aber die Bedeutung gerade für die Energiewende steigt und so hat man sie eben in diese Richtung kritische Rohstoffe reingetan. Und jetzt eine Frage, die ich dann immer an meine Studenten richte. Was denkt ihr, was ist denn der am wenigsten kritische Rohstoff überhaupt? Was ist der Punkt da links unten, dieser blaue? Und die Antwort ist interessanterweise Gold. Gold ist das am wenigsten kritische Element oder am wenigsten kritische mineralische Rohstoff, sowohl von der Verfügbarkeit als auch von der Bedeutung für unsere Industrie. Aber über 70% der Weltbergbauausgaben in der Exploration gehen auf Gold. Warum? Gold Mining ist Money Mining, okay? Da steckt natürlich viel Geld drin. Und das könnte man wahrscheinlich sinnvoller einsetzen. Warum brauchen wir so viele Rohstoffe? Ja, das ist hier ganz gut erklärt. Oben Transport, ein Elektroauto, die Batterie hat ein Gewicht von über 200 Kilogramm, das aus Lithium, Nickel, Kobalt und vor allen Dingen auch sehr viel Graphit besteht. Im Gegensatz zu einem konventionellen Auto, wo das vielleicht 40 Kilogramm wiegt. Und unten sehen Sie Offshore-Wind, Solar gegen Kohle und Gas. Viel höherer Materialeinsatz. Das muss irgendwo herkommen, dieses Material. Ein schönes Beispiel, was man auch immer wieder zeigen kann, so eine Windkraftanlage mit 3 Megawatt Leistung, so eine Turbine, braucht immerhin 1200 Tonnen Beton, viel Stahl, fast fünf Tonnen Kupfer, seltene Erden und sie brauchen 200 bis 300 von den Dingern, um eine Stadt wie Graz mit Strom zu versorgen. Ja? Also das ist schon ein relativ großer Aufwand. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was in Österreich so vorgesehen ist. Ja, das ist also der Ausbau der Windenergie und der Photovoltaik bis 2030. Wir sollen also von 7 auf 17 Terawattstunden hoch. Und das habe ich mal rechts ausgerechnet in einer Grafik. Wir stehen da, wo dieser Strich ist. Wir müssen, um dieses Ziel zu erreichen, jedes Jahr 276 neue Windkraftanlagen in Österreich bauen. Ich glaube, dieses Jahr, weiß ich nicht, wo wir sind, aber sicher bei 20 vielleicht. Das heißt, wir müssen wirklich voranmachen und das Ganze wird einen Materialbedarf von über 2 Millionen Tonnen zusätzlichen Beton, zusätzlich zu dem, den wir eh schon verbrauchen in der Infrastruktur und einige tausend Tonnen seltenen Erden allein für das kleine Land Österreich bedingen. Ja, die letzte Studie von GRC, for Policy Report, dieses Jahr hat 15 sogenannte strategische Technologien untersucht und aufgezeigt, wo die Probleme für die Europäische Union liegen. Und hier zeige ich jetzt mal nur für die Batterien, Brennstoffzellen, Windanlagen und so weiter. Der Raw Materials Bereich auf der linken Seite ist kritisch. Wir sind überall unter 5% Eigenversorgung. Das heißt, wir sind hier extrem abhängig. Und einige von diesen Technologien möchte ich jetzt ein bisschen beleuchten, um Ihnen zu zeigen, wo wir denn dahin müssen. Hier sehen Sie auf der linken Seite
sozusagen die Highlights der Rohstoffe, die wir für diese strategischen Technologien brauchen und wo der Anteil an den strategischen Technologien im Jahr 2020 schon sehr hoch war. Geführt wird das Ganze vom Tellur, da brauchen wir pro Jahr einige hundert Tonnen weltweit und da sind 2020 schon 88% in diese strategischen Technologien reingegangen und nach rechts wird das immer weniger und Sie sehen zum Beispiel beim Kupfer, da sind es nur 3,6%, die in diese ganzen erneuerbaren Energien und in die Batterien reingehen. Beim Graphit 10%, bei Lithium auch nur 20%. Jeder denkt, das ist alles schon in Batterien drin. Das stimmt nicht. Ja, 80% gehen in andere Anwendungen und die dürfen wir nicht vergessen. Die werden ja nicht auf null runtergehen. Ja? Also so muss man die linke Seite lesen. Wenn man prognostizieren will, wie viel Rohstoffe wir verbrauchen, dürfen wir nicht nur auf die strategischen Technologien schauen, sondern wir müssen sehen, was ist mit dem Rest. Auf der rechten Seite sehen Sie die prognostizierten Zahlen, einfach Steigerung in Prozent bezüglich der Produktion 2020 für einige dieser Elemente in der gleichen Reihenfolge. Und Sie sehen oben für 2030 müssen wir beim Lithium auf 400% einer Weltjahresproduktion 2020 gehen auf 2000% im Jahr 2050. Und ganz schlimm ist das Germanium, da sollen wir 70.000% der Produktion im Jahre 2020 erreichen. Und ich frage mich, wer gibt solche Zahlen raus? Das ist absolut unrealistisch. Wenn man sich anschaut, was dieses Jahr an Lithium in die Batterien schon reingegangen ist, dann hat sich das in 3 Jahren von 21% schon auf 37% erhöht. Sie sehen, es passiert was, ja. Es ist also eindeutig eine Steigerung. Wo sollen jetzt diese Materialien herkommen? Also das ist jetzt ein bisschen geologisch, aber links sind Rohstoffe, dann kommen Erze und dann kommt der Hauptsupplier. Und Sie sehen da schon zum großen Teil China, Kongo, Russland, Südafrika, Marokko, da ist nicht ein europäisches Land dabei. Und bei den Reserven steht sehr häufig unknown, weil sehr viele dieser Rohstoffe sind sogenannte Beiprodukte der metallurgischen Industrie. Für die gibt es keine ausgewiesenen Reserven. Die kommen mit dem Kupfer und wir enden im Anodenschlamm. Und es gibt kein Bergwerk, das zum Beispiel nur Indium abbaut. Das ist immer ein Beiprodukt. Und das stirbt und lebt sozusagen mit der Kupferproduktion. Also das ist alles miteinander gekoppelt. Ja, und das ist jetzt die Karte der Länder, aus denen wir diese am kritischsten angesehenen Elemente beziehen. China, die meisten davon, über 97% von Gallium, Germanium, Tellur und Graphit, sehr hohe Mengen, aber Lithium im Wesentlichen Australien, Südamerika, Kobalt aus dem Kongo, ja, das ist unser Problem. Und das, von allen diesen Rohstoffen sollen wir innerhalb von 7 Jahren 10% in der EU selber produzieren. Das ist ein Challenge. Deswegen, wie können wir das machen? Das sind jetzt einfach mal von mir berechnete Kurven, was denn sozusagen die Prognosen der EU an zusätzlichen Rohstoffmengen bedingen würden. Links unten ist sozusagen der Startpunkt 2020, das war die Bergbauproduktion. Und die roten Kurven sind 2 Szenarien, die die EU verwendet, ein Low-Demand- und ein High-Demand-Szenarium. Und das Ganze ist gerechnet mit relativ moderaten Steigerungsraten für die nicht strategischen Rohstoffe, die wir aber nicht außer oder nicht strategischen Mengen, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Und Sie sehen, gerade beim Graphit und beim Lithium für die Batterien geht das bis 2030 auf 10-15% der Jahresproduktion. Jedes Jahr 10-15% mehr als im Jahr vorher, um diese Ziele zu erreichen. Um bis 2050 flacht sich das ein bisschen ab. Aber wir müssen von etwa 1 Million Tonne Graphit auf 8 Millionen Tonnen in 2050 hoch. Ja. Das sind gigantische Zahlen. Beim Kobalt interessanterweise flacht es ab 2030 schon ab. Das hängt also ein bisschen auch an den Vorgaben, die die EU hier macht. Um das ein bisschen zu illustrieren, habe ich das mal runtergebrochen auf, was verbraucht die EU, links unten in Rot. Wir sehen, das flacht so ab 2030 schon ab für den Graphit, für Lithium das Gleiche. Die USA steigt kontinuierlich an. China beginnt erst 2030 ordentlich zu steigen und wenn ich jetzt da drüber den Rest der Welt lege, dann sehen Sie, ab 2030 wird dieser ganze Bedarf nicht von China, USA und Europa dominiert, sondern vom Rest der Welt. Der soll ja auch
CO2-neutral werden und grün. Ja? Und das ist das große Fragezeichen. Diese gigantischen Mengen, wo sollen die herkommen? Und ganz oben sehen Sie die Graphitproduktion seit 1984 mit den Zahlen bis 2022 immer so ungefähr 1 Million Tonnen und wir sollen hoch auf etwa 8 Millionen Tonnen. Das wird wirklich schwierig. Ja, bei den Sektoren, Sie sehen auch die EU derzeit noch 39% für alle strategischen Technologien und 2050 weniger als 9%. Also da werden die anderen Länder ganz massiv dazu kommen. Was ist mit dem Kupfer? Beim Kupfer ist es nicht so dramatisch, weil das ist der Anteil an den Technologien nur 3-4%. Das ist die untere Kurve links oben und wir müssen also von einer Jahresproduktion von 20 Millionen Tonnen auf vielleicht 30 oder 35 Millionen Tonnen hoch. Das ist durchaus machbar. Allerdings müssen wir jedes Jahr ein wirklich großes neues Bergwerk eröffnen dafür. Die Kupfersituation für Europa zeige ich Ihnen hier mal. Die grün markierten Länder produzieren derzeit Kupfer und in Europa wird so etwa 1 Million Kupfer aus Bergbauaktivitäten produziert. Wir haben aber einen Bedarf jetzt schon von 4 Millionen Tonnen. Das heißt 3 Millionen Tonnen über Recycling, aber auch über Importe. Und man sieht da, wir müssen also bis zwischen 2020 und 2050 etwa 15 bis 24 Millionen Tonnen sozusagen zusätzlich für die strategischen Technologien dazu bekommen. Ja, woher? Natürlich können die in grün eingefärbten Länder mehr produzieren oder die Länder, die in orange eingefärbt sind, die schon mal Produktion hatten, die könnten vielleicht auch wieder zurückgehen auf ihre Produktion. Und Sie sehen, Frankreich, Deutschland, Norwegen und so weiter, überall gab es Produktion historisch, aber man hat das in den 80er Jahren einfach alles abgestellt. Zum Kupfer, wo kommt das Kupfer in Europa vor? Links ein Tagebau in Bulgarien, da hatten wir wirklich nur 0,2% Kupfer im Erz. Und rechts ist der berühmte Kupferschiefer in Polen, unsere größte Lagerstätte, also Polen ist der größte Kupferproduzent in Europa. Und in Polen hat man tatsächlich investiert, hat einen neuen Schacht über 1000 Meter abgeteuft, ein großes Ding, um dort eben für die Zukunft noch ordentlich zusätzliche Mengen an Kupfer abzubauen. Also es passiert was und man kann mit Sicherheit die 10%, die die EU vorgibt, in Europa an Kupfer durch eigene Produktion abdecken. Man wird auch immer wieder gefragt, was ist mit dem Beton, was ist mit Sand, Kies und so weiter. Hier ist der Bedarf der strategischen Technologien nur 0,15% des Gesamtvolumens von 30 Milliarden Tonnen pro Jahr weltweit. Und da fallen die strategischen Technologien nicht ins Gewicht. Allerdings für ein Land wie Österreich sind 2,5 Millionen Tonnen zusätzlicher Beton durchaus ein Challenge. Ja, und das Ganze habe ich jetzt in einer Tabelle zusammengefasst. Wichtig ist dieses Critical Raw Materials Goal, die 10%. Können wir die schaffen bis 2030, ja oder nein? Die derzeitige Produktion, jetzt geht's von Lithium 340 Tonnen, wir müssen auf 6.000. Kobalt 1.000 Tonnen, wir müssen auf 6.000. Graphit 200 Tonnen, wir müssen auf 6.000. Das ist schwierig. In 7 Jahren neue Bergwerke eröffnen, die diese Mengen schaffen, das wird wirklich sehr, sehr schwierig. Bei Kupfer und Tellur sind wir ja eigentlich jetzt schon auf einem guten Weg. So, und jetzt zum Schluss. Was können wir denn eigentlich zusätzlich leisten? Gibt's Rohstoffe überhaupt in der EU? Gibt's die in Österreich? Gibt's die und werden die abgebaut? Ja, die gibt es. Diese bunten Kästchen hier zeigen Ihnen, wo überall in der EU derzeit Bergbau entweder betrieben wird oder zumindest sehr hoffnungsvolle Projekte laufen. Und Sie sehen, es gibt Cluster, Nordeuropa, ja, Finnland und Schweden, Südwesteuropa, Portugal und Spanien. Ein bisschen was passiert in den Balkanländern und wenig passiert in Frankreich, Deutschland und Italien. Das Gleiche sehen wir, wenn wir die Explorationsprojekte anschauen. Exploration heißt, ich suche einen Rohstoff und wir als Rohstoffgeologen wissen, es dauert 20 bis 30 Jahre vom Finden einer Lagerstätte, bis sie wirklich mal in Produktion geht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Projekt mal in Produktion geht, ist sehr häufig nur 1 Promille. Ja, also Sie brauchen 1000 Projekte, damit eines erfolgreich wird. Und ich sehe nicht genug Projekte hier, ja, muss ich ehrlich sagen, für die Mengen, die wir in Zukunft brauchen. Und auch hier sehen wir, es passiert nichts in Zentraleuropa. Ja. Frankreich, Deutschland, Italien, sehr, sehr wenig, was dort derzeit
passiert. Aber es gibt Potenziale. Man kartiert, man hat geochemische Atlanten, man weiß, wo ist das Kobalt in Europa, wo ist das Lithium? Und gerade für Lithium und für den Graphit sehen Sie so rote Flecken, genau da, wo wir jetzt stehen, nämlich in Ostösterreich, auch in Tschechien, aber auch in Frankreich, auch in Spanien, auch in Portugal, gute Gebiete, um eben diese Rohstoffe zu explorieren. Und es gab historischen Bergbau. Also Österreich war in den 1960er Jahren der 8. größte Graphitproduzent der Welt. Ja? Und mittlerweile sind wir der letzte, der kleinste. Es gibt gute Potenziale für Kobalt, vor allen Dingen in Skandinavien und für Wolfram und Germanium. Ja, da haben wir Geschichte in Österreich. Auch für Germanium war Österreich zu Zeiten, als die BBU in Bleiberg noch aktiv war, einer der weltgrößten Produzenten dieses Metalls. Und wir haben vorhin gesehen, das soll um 70.000% bis 2050 steigen. Na, investieren Sie bitte in Aktien von Firmen, die Germanium suchen in Österreich. Das wäre wahrscheinlich eine gute Geschichte. Ja, viele europäische Länder stehen auf dem Standpunkt, dass das in Europa vielleicht nicht so gut ankommt, größere Lagerstätten aufzumachen. Gehen wir zum Meeresboden. Viele Länder und auch Industriekonsortien haben sich Meeresboden gesichert im Pazifik, im Indischen Ozean. Deutschland zum Beispiel hat 200.000 Quadratkilometer im Pazifik und man will dort Manganknollen abbauen. Da ist sehr viel Kobalt, Kupfer, Nickel, seltene Erden drin. Aber bis 2030 wird sich das nicht ausgehen, die Genehmigungsverfahren. Es gibt noch keine Bergbaulizenz, die jetzt da tatsächlich aktiv ist. Das wird schwierig. Also das wird uns nicht retten. Und auch das Recycling von Halden, Schlacken, metallurgischen Abfällen kann einen Anteil sozusagen des Problems lösen, einen Teil, aber sicher nicht alles. Das heißt, wir müssen schauen, was haben wir selber, was können wir tun? Und das zeigt Ihnen, Österreich ist immer noch ein Bergbauland. Wir produzieren 80 Millionen Tonnen mineralische Rohstoffe pro Jahr. Das meiste davon sind natürlich Baurohstoffe, aber wir haben immer noch 3,6 Millionen Tonnen Metallerze, Eisenerze am Erzberg, den Scheelit, das Wolframerz im Felbertal. Wir haben Energierohstoffe, wir haben Salz und wir haben Potenziale. Und wir haben Potenziale für Lithium, da werde ich gleich noch kurz drauf eingehen. Graphit, Germanium, Magnesium, Wolfram, die sind da. Auch für Zink, Blei, Kupfer, wenn der Preis passt, kann man da rangehen. Weniger Potenziale leider für die seltenen Erden, Neoptantal, Platingruppenelemente, da ist einfach die Geologie nicht die richtige, ja, muss man sagen. Aber es gibt Potenziale für viele Rohstoffe und da sollte man eigentlich drangehen. Und es passiert in Österreich auf der Explorationsseite leider viel zu wenig. Aber was passiert? Und Richard Goethe ist im Publikum, der die Weinebene schon in den 80er Jahren als Explorationsgeologe mitentwickelt hat. Auch auf der Weinebene, in der Choralm, wird derzeit durch die European Lithium eine Lithiumlagerstätte exploriert, die im Jahr immerhin 12.500 Tonnen Lithiumhydroxid produzieren könnte. Und das zieht sich aber jetzt auch schon wieder über 10 Jahre hin und es ist also ständig in den Medien, kommt's nicht, ja, wo werden die ihr Lithium verhütten, wo werden die Batterien gebaut werden, das sind alles so große Fragen, die gestellt werden. Alles in allem, die Projekte, die hier aufgelistet sind, nur in Österreich und in Deutschland und in Frankreich, die würden ausreichen, wenn die so Mitte der 2020er Jahre in Produktion gehen, um etwa die Hälfte des Bedarfs in Europa abzudecken. Und derzeit decken wir noch nicht einmal 2% ab. Also ja, mit diesen gut entwickelten Projekten könnte man durchaus einen signifikanten Beitrag für diese E-Mobilität leisten. Und am Schluss noch ein Wort zu den Baurohstoffen. Sie sehen jetzt hier eine Karte von Zentral- und Ostösterreich und alle diese eingefärbten Flächen sind eigentlich Flächen, wo wir Sand- und Kiesvorkommen haben. Das heißt, so schlecht ist es gar nicht mit den Baurohstoffen. Und hier für Niederösterreich sind die klassifiziert worden, in Grün sehr gut geeignet. Sie sehen so rund um Wien, Tullner Feld, Burgenland, sehr gut geeignete Baurohstoffe. Leider muss man sagen, nach Abzug sämtlicher Konfliktzonen, Wasser, Infrastruktur ist schon bebaut, Naturschutz und so weiter und so weiter. Was denken Sie, was da übrig bleibt? Das ist dieses hier.
Und da sehen Sie auch schon das Problem. Das ist, was uns zuerst ausgehen wird, sind die Baurohstoffe in der Nähe der Infrastrukturen, wo sie gebaut werden sollen. Ja? Also das ist so etwas, was man als Rohstoffgeologe, natürlich liebe ich Platin und die seltenen Erden, aber wir müssen uns mit diesen Baurohstoffen beschäftigen. Ja? Das ist ein großes Problem, weil die haben wir im eigenen Land, die können wir selber abbauen. Und da haben wir natürlich auch massive Widerstände in der Bevölkerung. Es ist keine Frage. Erweiterung eines Steinbruchs sind sehr lange Verfahren oder auch eben die Eröffnung eines neuen Steinbruchs, geschweige denn, sie wollen nass baggern. Also das ist alles schon schwierig. Deswegen bin ich jetzt schon am Schluss. Fünf Thesen oder fünf Hypothesen hier, Minerale verändern die Welt ständig. Ja? Neue Technologien kommen und gehen. Wir müssen damit irgendwie leben. Wir gehen und die EU geht weiterhin von Wachstum aus. Wir sehen, es flacht sich irgendwann mal ab. Aber wir müssen auf jeden Fall unsere Industrie irgendwie in Gang halten. Sonst können die letztendlich hier unsere Rechnung, oder sonst können wir unsere Rechnung nicht mehr bezahlen am Ende des Tages. Diese ganze Energiewende braucht eine große Menge zusätzlicher Rohstoffe, die erstmal in den Kreislauf reinkommen müssen, damit wir sie irgendwann wieder rezyklieren können. Kreislaufwirtschaft ist super, aber wir haben so 30, 40 Jahre, wo wir erst einmal reinpowern müssen, damit die Materialien sozusagen wieder verfügbar sind. Wo bekommen wir jetzt diese Rohstoffe her? Ich würde sagen, wir müssen uns schon wieder mit dem eigenen Bergbau im eigenen Land beschäftigen. Es ist unfair, alles nach Afrika oder woanders hin auszulagern. Alle Probleme, die damit verbunden sind, ja, auch soziale Akzeptanz. Das heißt, wir sollten uns wieder mehr um Exploration kümmern. Wir sollten vor allen Dingen auch die Genehmigungszeiten versuchen, möglichst zu verringern, damit wir bis 2030 zumindest einen Teil unserer Hausaufgaben erledigen können. Und das können wir nur machen, Punkt 5, ja, wenn wir tatsächlich Forschung und Innovation vorantreiben, wie es ja hier von verschiedenen Vorrednern auch gezeigt worden ist. Also wir können nur mit einem Rucksack von verschiedenen Technologien und verschiedenen Ansätzen diese Energiewende schaffen. Es gibt keine simple Lösung dazu und deswegen brauchen wir eben auch Research und Innovation und dazu brauchen wir Unterstützung und dazu brauchen wir Fördermittel und Programme und so weiter und da fehlt es nicht nur in Österreich, leider auch. Gut, damit bin ich am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.